Lialo, in unserem letzten Video hatten wir es ja mit Crontabs bzw. Cronjobs. Ja, was ist denn jetzt, wenn wir jetzt diesen Cronjob mit diesen Sternchen nicht nur jede Minute starten wollen, sondern ich sage jetzt mal so alle 20 Sekunden, ja. Ja, eigentlich geht das gar nicht, ne? Eigentlich geht ja gar nicht so, im Prinzip, ne? Jetzt haben wir aber alles Glück der Welt. Wir haben ein Bash-Skript gestartet mit unserem Cronjob, ja? Und warum nehmen wir dann nicht unser Bash-Skript und sorgen für die Zwischenschritte, ne? Nämlich 10 Uhr 20 Sekunden und 10 Uhr 40 Sekunden. Warum erledigen wir das nicht einfach mit unserem Skript? Und das habe ich hier mal gemacht. Ja. Ich habe unter unsere ganzen Bash-Befehle, die wir schon hatten, ne, das ist ein Bash-Skript, da kommen viele, viele Befehle, seht ihr an den Zeilennummern. Und wenn das Skript eigentlich hier dann zu Ende wäre, habe ich noch 3 Zeilen hinzugekupfert. Ja. Gut, diejenigen, die Bash programmieren können, werden sagen, das hätte auch mit einer While-Schleife machen können. Aber ich wollte was Allgemeines, ne? Dass jeder sich diesen Dreizeiler einfach unter sein Skript packen kann. Das Skript wird per Cronjob jede Minute aufgerufen. Ja, und wie viele Zwischenschritte müsste dann unser Bash-Skript von sich aus, nämlich mit dem Befehl Sleep, dann auch noch erledigen? Ja, in dem Fall 2. Um, genau, ja, wir warten einfach mal kurz, bis das hier umspringt, zur vollen Minute, also 10 Uhr 1 und eine Sekunde wahrscheinlich, startet sich das hier, der Cronjob. So, das ist jetzt genau passiert. Jetzt läuft dieses Skript, ne, bis zum Ende, hat diesen Text hier generiert auf meinem Desktop. Und jetzt ist das Skript aber noch nicht zu Ende. Jetzt ruft sich's nach 19 Sekunden selber nochmal auf. Ja, damit das hier umspringt. Das hat aber nichts mit dem Cronjob zu tun. Das macht das Skript dann selber. Und dann noch einmal nach weiteren 19 Sekunden ruft sich noch mal selber auf. Nämlich dann, wenn das hier umspringt auf 40 ungefähr. Und dann ist das Skript zu Ende. Nämlich dann ungefähr jetzt. Ne? Dann stellt es fest, es hat 2 Durchläufe zusätzlich noch mal gemacht. Jetzt ist es zu Ende, jetzt muss es auch zu Ende sein, denn jetzt kommt nach 20 Sekunden ja wieder der Cronjob. Ne? Der kommt ja jetzt wieder zur vollen Minute, wenn ich hier in diesem Beispiel einen 20 Sekunden Abstand haben will. Jetzt werde ich sagen, da steht aber gar nicht 20, da steht 19, du kannst ja gar nicht richtig schreiben. Nun, mein Skript braucht hier, ne, wenn das sich von oben nach unten abarbeitet, ungefähr bei mir, ungefähr seht ihr hier an der Uhrzeit, ungefähr eine Sekunde. Deshalb habe ich pfiffig, wie ich bin, gesagt, Sleep 19. Ne? Aber das ist jetzt also nicht ganz genau. Das ist jetzt kein Timer, der exakt die Uhrzeit misst, sondern das Skript ist abgearbeitet und schläft 19 Sekunden, ruft dich selber auf und dann braucht es ja wieder ungefähr eine Sekunde und wieder 19 Sekunden schlafen. Das kommt ungefähr hin, das langt für die 2 Zwischenschritte. Ne? Was macht das Skript? Ja, ich sag, das ruft sich selber auf. Wie ruft denn sich das selber auf? In der Variable $0 ist der Pfad zum Skript. Ja, also dieses Skript ist ja aufgerufen worden und liegt da, genau da. Na, und in dem Moment, wo es aufgerufen wird, kennt es seinen eigenen Pfad. Ne? Und dieser Pfad wird im Skript automatisch, damit müsst ihr nichts machen, immer in der Variable $0 gespeichert. Ich muss hier also nicht den ganzen Kappes hinschreiben, sondern kann einfach $0 hinschreiben. Das heißt, ruf dich selber nochmal auf. Ne? Er ruft vom Skript auf sich selber auf, seinen eigenen Dateinamen. Und das hier heißt, rechne was. Ne? Was rechnet der denn da so? Ja, $1 plus 1. Was ist jetzt $1? $1 ist so ähnlich wie $0. Ne? Das ist der Pfad, den merkt er sich automatisch, muss man nichts machen. In der Variable $0 und $1 ist ein Parameter. Ne? Wir könnten ja dieses Skript auch aufrufen mit einem Parameter, zum Beispiel --help oder so. Ne? Und dieser --help wäre dann in $1 gespeichert. Ich nutze diese Eigenschaft, um mir darin eine Zahl zu merken.
Ja, beim ersten Aufruf des Skriptes, ich habe ja keinen Parameter übergeben vom Cronjob aus, ist diese Variable $1 gleich 0, also nix. Ist das Skript das erste Mal abgearbeitet, wird nachgeguckt, ob, ja, hier in dem Fall nix, equal, also ist gleich 2, ob das stimmt. Nix ist gleich 2, nee, stimmt nicht. Wenn das aber stimmt, dann beendet sich das Skript. Das heißt, beim ersten Durchlauf geht es hier dran vorbei und sagt, das stimmt alles nicht, was du da geschrieben hast. Ich schlafe jetzt erstmal 19 Sekunden. So. Und nach 19 Sekunden rufe ich mich selber auf. Jetzt aber, ne, hier rechnet, was hier sagt er, aha, nix plus 1, ja, ist 1. Ruft sich also selber seinen Pfad auf und hängt dran mit Leerzeichen getrennt. Eine 1. So, was passiert dann? Das Skript arbeitet sich wieder ab, bis es müde ist, bis hier unten ankommt und guckt wieder. Ne? In der Variablen $1 ist im Moment dann ja der Übergabeparameter, der jetzt 1 ist. Und guckt, 1 ist gleich 2. Nö, stimmt noch nicht. Ne? Wenn das gestimmt hätte, dann hätte er Exit gemacht. Also geht er noch einmal weiter, schläft noch einmal 19 Sekunden. Und ruft dich wieder selber auf, getrennt mit Leerzeichen, und sagt jetzt, ja, hier steht jetzt die 1 drin. Ja, 1 und 1 ist 2. Jetzt ruft sich selber mit dem Parameter 2 auf, kommt hier wieder an, hat sich müde gearbeitet und guckt, if, ja, in der Variablen $1 steht jetzt die Zahl 2 drin. Und wenn die equal, also gleich 2 ist, dann mach Exit. Das heißt, sobald er sich selber zweimal aufgerufen hat, nämlich nach 20 Sekunden und 40 Sekunden, macht er Exit. Dann ist das Skript zu Ende. Muss es auch, ne? Sonst wird es ja unendlich laufen. Der Cronjob wird es immer wieder starten, ein zweites Mal, während die anderen Skripts immer noch laufen. Also es würde dann nach 60 Minuten würden 60 Skripts laufen. Also dieses Skript muss sich sicher beenden. Gut, daher sehen wir hier schön, dass das funktioniert hat. Ihr könnt natürlich auch andere Zeitwerte nehmen. Sinnvoll ist, sich das mal mit dem Befehl date anzuschauen. Ne? Date habe ich jetzt mit %s mal erweitert, damit man die Sekunden sieht. Gut, für diejenigen, die das ursprüngliche Skript nicht haben und nicht, auch gar nicht wollen, sondern einfach nur mal testen wollen, am besten mal ganz ohne Cronjob, wie das so läuft, machen sich mal so ein Miniskript, ne? Ein Bash-Skript. Machen das ausführbar, ja, hatte ich auch schon gezeigt, und sagen, gib mir einfach mal das Datum aus und probieren diese Schleife durch. Ne? Was passiert dann? Ne? Ich habe das jetzt mal test.sh genannt. Wir machen die anderen mal zu. Jetzt machen wir mal nichts mit Cronjob, sondern wir machen einfach die Datei, die habe ich im Ordner Test gespeichert. So, und die Datei habe ich mit, die heißt test.sh, habe ich mit chmod plus x test.sh ausführbar gemacht, ne, damit die überhaupt läuft. So, und jetzt Punkt Schräger, der auf der 7 ist, test.sh. Und jetzt lassen wir das einfach mal für sich alleine laufen, ohne Cronjob, ohne alles. Ne. Gut, gestartet habe ich es um diese Uhrzeit. Jetzt wart's 19 Sekunden und dann sollten wir sehen, dass die nächste Uhrzeit erscheint, ne? Also um 19 oder 20 Sekunden höher. Ich bin ja kein Cronjob, ich habe es ja um 46 gestartet, also nicht genau zur vollen Minute, deshalb ne? Hier mal zusammen addieren, das kommt hin und nach 19 Sekunden nochmal, ja, addieren könnte sein, 24 glaube ich, kommt da ungefähr so. Ungefähr so raus, würde ich sagen. Und dann muss das Skript auch Ende sein. Ne? Gut, also warum hier 19 Sekunden, sieht man sehr gut. Unser Miniskript-Test, ja, das hat ja keine große Verzögerung, das macht ja nur den Echo-Befehl. Wogegen mein kompliziertes Skript, das hier den Desktop-Hintergrund ändert, natürlich ein bisschen Rechenzeit braucht. Deshalb habe ich 19 Sekunden genommen. Und unser Testskript könnten wir mal ändern auf 20 Sekunden genau. Dann könnten wir das mal ein bisschen besser sehen. Ne? Also je weniger Befehle hier zwischenstehen, zwischen dem Start des Skriptes und dem Ruf mich doch nochmal auf zweimal,
desto näher könnt ihr an die 20 Sekunden angehen. Ja, gut, ist klar. Hier könnt ihr jetzt genau 20 Sekunden nehmen. Gut, ich weiß wieder nicht genau, wann ich das Skript starte. Ich bin kein Cronjob, der genau um 10.01 Uhr starten kann oder wie auch immer. Ich starte das Skript ja händisch. Deshalb hier in dem Fall 10, 10, 21 und jetzt müsste 10, 10, 41 und dann, weil unser Skript halt zeitversetzt gestartet wurde, dann halt nochmal 20 Sekunden hinzu erscheinen. So, also dann quasi 11, 01, würde ich mal so schätzen. 10, 21 gestartet, das erste Mal nach 20 Sekunden 10, 41, jawohl, und das zweite Mal sich selber wieder aufgerufen mit dem Parameter 2 und dann ist 11, 01, hoffe ich gleich, und dann ist es durch. So kann man erst einmal testen, ob diese Schleife funktioniert, ne? Und bei mir funktioniert das ganz prima. Gut, wie gesagt, auch wie beim letzten Skript habe ich zugesehen, dass, weil ich das Ganze hinterher innerhalb eines Cronjobs nutzen will, den kompletten Pfad zu externen Programmen, wie zum Beispiel Sleep, benutzen. Und dann habe ich das einfach hier drunter kopiert, nachdem ich von Hand getestet habe, das funktioniert, das ist sinnvoll zu tun, bevor man das auf sein komplexes Skript loslässt. Und nachdem ich wusste, es funktioniert, dann habe ich es da drunter gekupfert und habe dann auch dieses Skript gespeichert. Gegebenenfalls nochmal neu starten, falls der bisherige Cronjob durch Experimente, falls ihr hier mit den Nummern rumgespielt habt, noch ein bisschen neben der Spur ist. Ja? Oder ihr habt euch vertan und so. Gegebenenfalls dann nochmal neu starten. Aber so geht das. So hatten wir jetzt einen Cronjob, der immer noch eine Minute das aufruft. Und die Zwischenschritte, hier in dem Fall zwei Stück, habe ich dann einfach vom Skript erledigen lassen. Dass es sich selber noch zweimal aufruft und zwischendurch zweimal 20 Sekunden schläft. Ja, gut. Erster Aufruf, abarbeiten, Datum ausgeben, gucken, ist der Übergabeparameter gleich 2? Nee, ist nicht der Fall. 20 Sekunden warten, sich selber aufrufen, seinen eigenen Pfad. 1 dazu addieren zu 0, sich selber aufrufen. Jetzt ist es wieder abgearbeitet. 1 ist nicht gleich 2, 20 Sekunden schlafen, sich selber aufrufen. 1 plus 1 ist 2, abarbeiten. 2 ist gleich 2, Ende Skript. Genau. Und so haben wir das Zwischenaufrufen ins Bash-Skript verlegt. Wer eigentlich einen Cronjob will, ein Cronjob, wo hier kein Skript drin ist, der könnte sich ein Miniskript wie dieses machen und was hier steht, anstelle des Datums seine Befehle hier reinschreiben, den Rest so lassen. Und dann würde das genauso passieren wie bei mir. Die Befehle, die ihr vielleicht im Cronjob direkt hier eingeschrieben habt, ein Programm aufzurufen, das kein Skript ist, dann würdet ihr es ins Skript dann reinschreiben und im Skript dafür sorgen, dass sich das Skript zweimal zwischendurch noch aufruft, zwischen den Cron-Aufrufen, die jede Minute kommen. Gut, ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.